Das war ihr bekanntester politischer Auftritt. Im Februar 2020 wirft Susanne Hennig-Welso dem frisch gewählten Ministerpräsidenten von Thüringen, Kemmerich, ihre Blumen vor die Füße, weil der FDP-Mann sein Amt mit Stimmen aus der AfD bekommen hatte. Ein Jahr später wurde sie Co-Vorsitzende der Linkspartei, mit hohen Ansprüchen an ihre Partei und sich selbst. Dass wir die Lebensbedingungen von Menschen verbessern müssen und können. Dafür ist Politik da, politische Entscheidungen auch umzudrehen. Ich will, dass niemand mehr arm sein muss. Ich möchte, dass wir das Klima tatsächlich noch retten und den Klimawandel aufhalten. Und ich will, dass diejenigen, die viel Geld haben, dass die Gesellschaft nicht mitarbeiten. Doch ihre Arbeit als Co-Vorsitzende an der Seite von Janine Wissler konnte die Wähler nicht überzeugen. Bei der Bundestagswahl zog ihre Partei nur dank dreier Direktmandate erneut in den Bundestag ein. Auch bei Landtagswahlen erlitt die Linke schwere Verluste. Heftiger Streit über die Ursachen und den richtigen Kurs folgte. In ihrer heutigen Rücktrittserklärung schreibt Hennig-Welso: Ich weiß um die vermeidbaren Fehler, die ich selbst gemacht habe. Ich weiß auch, dass ich es nicht ausreichend vermocht habe, diejenigen zu überzeugen, die mit Erneuerung vor allem die Angst vor dem Verlust des Vertrauten, der Gewissheiten verbinden. Weiter heißt es, ein Neuanfang sei ausgeblieben, eine Entschuldigung beim Wähler fällig. Für ihre Genossinnen und Genossen ist dieser Rücktritt ein Tiefschlag. Ich habe eine Hoffnung gehabt. Und Frau Hennig-Welso hat heute in ihrer Erklärung deutlich gemacht, dass diese Hoffnung nicht aufgegangen ist. Und ich nehme das einfach zur Kenntnis. Wahrscheinlich die schwierigste Situation seit der Gründung der Partei, das muss man klar so sagen. Und dennoch habe ich noch Hoffnung, also bin auch der Meinung, die Erneuerung und auch die programmatische Erneuerung, für die Susanne Hennig-Welso zum Beispiel stand, dass wir die unbedingt fortführen müssen. In der Partei will Hennig-Welso bleiben und auch ihr Bundestagsmandat weiter wahrnehmen. Ja, in Berlin ist mein Kollege Torben Lehning. Torben, Susanne Hennig-Welso sollte zusammen mit Janine Wissler den Neuanfang der Partei symbolisieren. Ein Jahr ist das her. Was lief schief? Ja, es ist auf jeden Fall deutlich zu viel schiefgelaufen und es brennt und brodelt auch immer noch an allen Ecken und Enden in der Partei. Man hatte nie eine geeinte Linie bei der Corona-Politik. In der Migrationspolitik hatte man eine starke Gegenspielerin mit Sarah Wagenknecht gegen das Führungsduo Wissler und Hennig-Welso. Dann hat man die Bundestagswahl krachend verloren. Als nächstes ist dann auch noch Mitbegründer der Partei, Lafontaine, aus der Partei ausgetreten. Im nächsten Schritt hat man immer noch keine geeinte Russlandpolitik. Doch das, was wohl am Ende tatsächlich für Hennig-Welso das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt im Hessischen Landesverband. Und hier sagt sie, habe es eklatante Defizite bei der Aufarbeitung gegeben. Und nach wie vor hätte sie immer versucht, strategisch und programmatisch die Partei neu auszurichten, aber das hätte sie als Person nicht geschafft. Damit sind wir schon bei der Co-Vorsitzenden, die ja noch im Amt ist, Janine Wissler. Wie geht es für Sie jetzt weiter? Ja, also der Druck, der jetzt auf Janine Wissler lastet, ist auf jeden Fall erheblich gestiegen, denn es ist schließlich ihr Landesverband, in dem diese Vorwürfe der sexualisierten Gewalt, in denen es die gerade gibt. Und es mutet schon etwas komisch an, wenn die eine Parteivorsitzende mit Verweis auf die Vorfälle in Hessen ihr Amt verlässt und dann eine andere Vorsitzende, die damals Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag war, ihren Posten behalten will. Zur Stunde tagt der Bundesvorstand der Linken und berät darüber, wie man jetzt den Posten von Hennig-Welso neu besetzen will. Ob Janine Wissler sich halten kann, ist dabei alles andere als klar.